In Hamburg sagt Moin und damit herzlich willkommen, Freunde, zu einem weiteren Spot Builder Battle auf meinem Kanal, Freunde, und ist keine geringere Karte als Nkunku. Nkunku haben wir endlich mal bekommen. 1,78 Millionen Coins haben wir für die Karte hingeblättert. Sie ist nicht mehr extinct, die Price Range wurde angehoben und wer ist heute zu Gast, Freunde, es ist Uncle Frederick. Yo, Leute, was geht ab? Uncle Frederick auch mit am Start. Nkunku, Digga, stabiler Mann, hat glaube ich auch Bundesliga-Spieler des Jahres bekommen, den Award sogar, ne? Digga, der Mann ist on fire. Ich glaube ehrlicherweise, Bro, er hat die 96er Rating nur bekommen, weil da folgen noch mindestens 3 Special Cards bis 99. Ja, Freunde, lasst gerne einen Daumen da, lasst gerne ein Abo da, wir sind kurz bei 12.000 Abonnenten, macht die gerne voll und ich habe da jetzt noch was ganz Nices für euch. Leute, dieses Video wird präsentiert von Switch. Switch ist ein Fußball-Live-Manager, wo ihr sozusagen ein Team erstellen könnt. Hier seht ihr einmal mein Team. Die Stürmer werden zum Beispiel anhand ihrer Tore gemessen. Je mehr Tore sie machen, desto mehr Punkte erhaltet ihr für sie. Und die Abwehrspieler wird zum Beispiel daran gemessen, je weniger Gegentore sie bekommen, desto mehr Punkte bekommt ihr. Dann könnt ihr in der jeweiligen Spieltagsrangliste immer höher rutschen und sogar Geld gewinnen. Also mega, mega nice. Je mehr Geld ihr einsetzt, desto mehr Geld könnt ihr natürlich gewinnen. Ihr könnt aber auch kostenlos spielen. Das finde ich auch sehr cool. Links ist auf jeden Fall der Videobeschreibung, checkt das gerne ab. Switch, mega nice App. So, Freunde, wir sind auf jeden Fall wieder zurück. Ich halte jetzt rein, Jesse. Und das sind die beiden wunderschönen Namen, die ich da aufgeschrieben habe. Du spielst ja den LOM, ne? Genau, linkes Zentralen, sie ist mit genau, dann mit sag mal beide Stürmer. Alright. Komm, ich habe mir da was Lustiges ausgedacht. Und der Typ ist eine SBC-Karte und der hat so ein heftiges, dynamisches Bild bekommen. Natürlich! Oh. Der spielt auf jeden Fall fix. Und im rechten Stoff wie Marco Reus. Aber dass du direkt auf Modest gekommen bist, ist ein bisschen gruselig. Ich hoffe nicht, dass du ihn aufgeschrieben hast. Ich wollte ihn erstmal aufschreiben, aber dann dachte ich, du hast niemals das die SBC gemacht. Du bist so ein fauler Hund. Wirklich, der Mann, glaub mir Leute, der Mann ist einmal nur, der geht nur online, wenn er SBB aufnimmt, sonst ist er nicht online. Also. deswegen, ne, ich habe Coman und Gomez aufgeschrieben. Ich hätte nicht gedacht, dass du die SBC gemacht hast. Aber die wurde mir als erstes vorgeschlagen, deswegen hatte ich überlegt, aber dann, nee, doch nicht. Safe, da hat doch mein Plan auf jeden Fall gut geklappt. Ich würde sagen, beide Stürmer darf ich auf jeden Fall easy spielen und ich halte jetzt in die Kamera. Ich bin gespannt. Rechts Mittelfeld und linker Stürmer war das, okay, recht? Fangen wir erstmal den linken Stürmer an, den hast du auf keinen Fall. Es ist eine geistkranke Karte. Es ist Cristiano Ronaldo Foot Birthday. Und auf der rechten Seite ist es. Ah, könntest du haben, eine Bundesliga-Totzkarte. Es ist Diaby. Diaby. Okay, krass. Ich habe ehrlich zwischen Diaby und Dembélé die ganze Zeit rumüberlegt, habe mich dann am Ende doch für Dembélé entschieden. Ja, und im linken Sturm habe ich Pelé aufgeschrieben. Ah, machst du nichts. Pelé. Junge, ich habe noch nie mit Pelé gespielt dieses Jahr. Wie kommst du darauf? Krank. Man weiß ja nie, Digga. Yes, Sir, Leute. Stürmer dürfen wir beide behalten, aber jetzt geht's ins Mittelfeld. Ich hoffe, dass ich da der auf jeden Fall den einen oder anderen Stinkstiefel reindrücken kann. Ich halte auf jeden Fall in die Kamera. Okay, ich weiß nicht, hast du mein Rewards-Video von heute gesehen? Nein, tatsächlich nicht. Kein Supporter. Dann, ich spiele heute mit einigen Red Picks, kann ich sagen. Und das würde richtig wehtun, wenn ich die verliere. Weil Red Picks tun immer umso mehr weh, wenn man die verlieren könnte. Es ist auf der rechten Seite Joshua Kimmich trotz. Auf der linken Seite ist es Bruno Fernandes Tots und auf der linken Mittelfeld ist es Son, Heung-min Son Tots. Also ich bin ja volles Risiko mit Tots gegangen. Bruno könntest du haben, ist einer der riskanten Picks bei mir gewesen im Team. Ich habe tatsächlich Van de Beek, Jota, Tolisso aufgeschrieben. Hast du cool gemacht auf jeden Fall. Was? Auf jeden Fall mehr. Hä? Was? Ich dachte, du hast Bruno safe aufgeschrieben. Oioioi, das ist gut. Nee. Das ich dachte, du gehst diesen Jota-Link. Ja, okay. Ja, gibt es ja mittlerweile auch genügend Picks oder Spieler von Manchester United, wie man Cristiano Ronaldo auf Green kriegen könnte sozusagen. Ja, okay, nice. Ich habe mal die folgenden Spieler aufgeschrieben. Ich hoffe, ich bin mal auf Team Bayern gegangen. Weiß nicht, ob da jetzt schon die Spannung raus ist. Bayern? Oh, ich sag mal so, wir haben ein bisschen auch in die SBC-Kartei gegriffen. Julian Draxler Moments, rechtes zentraloffensives Mittelfeld. Denn rechter Sechser haben wir direkt ein Icon mit eingetütet, Pep Guardiola. Und im linken zentralen Mittelfeld spielen wir eine Future Star Karte, Kakarets.
Also, keine Bayern-Karte. Na gut, dann kann ich mich verabschieden. Ich habe Tolisso, Kimmich und Müller aufgeschrieben. Ich habe auch Tolisso aufgeschrieben bei dir. Jetzt gibt es gute Hinweise für die Abwehr. Also ein Kakaré und so. Jetzt brauchst du ja schon noch einen Franzosen in der Innenverteidigung. Ja, gibt es einige, aber vielleicht habe ich da ein bisschen Glück. Mal schauen. Ach komm, erzähl mir nichts. So, Freunde, wir sind zurück mit den Außenverteidiger. Ja, mal schauen. Ich schreibe mir hier folgende Namen rein. Boah, Gott, ich habe echt eine Allergie, Freunde. Ich weiß nicht gegen was, aber auf einmal immer. Egal, Thema vom Thema. Komm. Das sind meine folgenden beiden Außenverteidiger. Ja, es sind beide Franzosen, hoffentlich. Erstmal gute Besserung. Ja, Frankreich ist gar nicht so blöde, würde ich sagen. Linksverteidiger. Ich verwette meinen linken Zeh drauf, dass du Theo Hernandez aufgeschrieben hast. Aber ich habe mich für Verlomo entschieden. Ja, aber klar. Scheiße. Ja. Man muss immer unterm Radar gehen. Ich wusste, dass du Hernandez aufgeschrieben hast. Rechtsverteidiger. Jetzt wird es ein bisschen respektlos. Ich sag ehrlich, es wird ein bisschen respektlos, aber es muss sein, weil da kannst du Hakimi nehmen, da kannst du Klaus nehmen, da kannst du, ach was weiß ich, es gibt da 100 Millionen Optionen, aber ich habe mich für Dagba entschieden, den hast du safe nicht aufgeschrieben, damit ist Draxler full und damit ist auch Dagba full und ich glaube, ich darf beide Spieler behalten. Bro, Dagba ist eine Gold-Non-Rare-Card. Hä? Ja, Digga, ich muss meine Spieler voll bekommen. Und da muss man wirklich auf seine Wege gehen. Ich spiele lieber eine Gold-Non-Rare-Karte als einen Bronze-Keeper. Und das ist einfach... Okay, also ich habe Theo Hernandez aufgeschrieben. Also kannst du den linken Zeh auf jeden Fall behalten. Und ich habe Dubois aufgeschrieben. Also kannst du auf jeden Fall deinen goldenen Dagba behalten. Ich weiß nicht, ob du dich darüber freuen kannst. Aber naja, ja, ich füge mal auch mal einen dann. Safe, ich halte in die Kamera, ich bin gespannt. Okay, ich habe in der Linksverteidigung den guten alten Luke Shaw und in der Rechtsverteidigung habe ich Frimpong. Ah, Leverkusen-Deck. Achso! Ja, ich gehe Risiko, muss ich sagen. Mit Tots-Karten sind zwar obvious, aber bockt auch mehr, die zu spielen. Kleiner Front. Also, ich habe Klaus und Mitchell aufgeschrieben, darfst du beide behalten. Ja, wir haben einfach beide Full-Team und es geht jetzt einfach in die letzte Position. Geist ich weiß nicht, Full-Team, also dein Dagba wird sich wahrscheinlich spielen wie ein Bronze, sage ich dir, wie es ist, aber... Komm, erzähl mir jetzt. Der ist Full, der spielt auf 10 Chemie, der macht einen guten Job. Wow, Digga, naja, wir gehen mal zum Finale. Spaß, Leute. Ein großes Finale. Die letzten drei Positionen. Leute, Heisen braucht auf jeden Fall einen Deutschen. Und deswegen habe ich mal ein paar Deutsche aufgeschrieben. Nech, ich halte in die Kamera, ich bin gespannt. Okay, LIV, ist es Cannavaro Prime Moments? Der habe ich gezogen aus dem Prime Moments Pack, geistkrank. Rechtsverteidiger, ist es Mats Hummels. Und im Tor ist es Marc-André Ter Stegen. Und seht es mir nach, Freunde, das Team kostet, ich habe es ausgerechnet, das Team kostet 7, 3 Millionen Coins, also es ist echt viel Coins auf der Line. Ich musste Mats Hummels und Ter Stegen beide Gold spielen, weil ich keine Coins mehr hatte. Also ich verspreche, ich hatte nur 2k Coins oder so. Ich hätte sonst Ronaldo so verkaufen müssen. Der kostet ja alleine schon 3 Millionen. Deswegen, I'm sorry. Ihr wisst, normalerweise baue ich sehr teuer, aber es ging in der Verteidigung nicht mehr. Ich hatte keine Coins mehr, weil Ronaldo und Nkunku einfach so viel Cash kosten. Geistkrank. Also, mein Junge. Baresi habe ich aufgeschrieben. Ich wusste irgendwie, ich hatte irgendwie Baresi im Kopf. Hast du mal Baresi gezogen? Nee. Oh, ich hab, glaube ich, um die 15 Iconpacks gemacht. Das kann sein, ja, Digga. Okay. Keine Ahnung. Deswegen hatte ich irgendwie Baresi im Kopf, deswegen habe ich ihn aufgeschrieben. Okay. Dann habe ich in der rechten Endverteidigung, da gab es ja ein paar Optionen, Süle, Hummels, ja. Klostermann. Ich habe mich für Klostermann entschieden. Ich dachte, das wäre so mehr unterm Radar. Auch leider falsch gelegen. Aber der Torwart, mein Junge, das war klar, dass du da in die dritte Liga gehst. Da ist der Marc-André Ter Stegen, der gute Mann für. Den habe ich auch aufgeschrieben. Scheiße. Das heißt, du spielst Junge. Heute ohne Torwart. Aber die Frage ist, kommt da jetzt Bronze-Keeper hin oder kommt da Bronze-Stürmer hin? Warum ist das eine Frage? Joker. Warum ist das eine Frage? Ja, weil ich nicht weiß, wie die Regeln sind. Jeder macht ja bei der SBB ein bisschen was anderes. Ja, nee, der kann sich Bronze-Stürmer machen. Wonderful! Natürlich, also da. Ja, Bronze-Stürmer am Tor, Cassie, die darf im Tor sein, perfekt. Dann halte ich mal rein, mal gucken, vielleicht kann ich hier gleich ziehen. Also jetzt aktuell sieht meine Chance nicht mehr so gut aus. Das Ding war vielleicht doch ein bisschen zu obvious. So, Bro, ich halte rein. Oh, Digga, bei mir sind echt viele Red Picks auf der Line, ne? Die würde ich echt ungern verlieren. Naja, ich halte mal rein, hier sind meine Picks.
Komm, starten wir mit dem linken Innenverteidiger. Und das ist heute wieder eine SBC-Karte. Und der Mann ist, hoppala, was mache ich hier für Filme, spielt in der Eredivisie. Boscagli. Bro, ich weiß nicht, ob du ihn aufgeschrieben hast, aber wenn du ihn aufgeschrieben hast, big props, weil da wäre ich nicht mal im Schlaf drauf gekommen. Dann gehen wir zum rechten Verteidiger, Tetze, und im Tor spielen wir Unnerstein. Das ist echt eine kreative Lösung, würde ich mal sagen, um das ganze Problem auf zu umgehen. Auf jeden Fall eine günstige Lösung, muss man an der Stelle auch mal sagen. Ja, das ist geil. Spiel ich mit Bronze, Stürmer in Torwart? Ich spiel mit Stolz mit teurem Team, Digga, du Knecht, ey, Junge. Nee, ich hab mir kurz den Famicano, Loris, deine ganzen 10k Discards, Pickstar, die hab ich nicht auf dem Schirm. Geh mir nicht um den Sack, Digga, ich lass dich jetzt sein, Junge, was ist das denn, Junge, komm. Let's go. Okay, Freunde, let's go. Nkunku ist heute am Start und ihr werdet sehen, warum Nkunku so krass ist. Oder auch nicht. Schade. Genau deswegen ist der Mann mit. Ey, Modest bin ich auch. Ich habe auch sehr, sehr viele Spiele, die ich noch gar nicht gezockt habe. Dieser Boscagli, Modest. Der Boscagli habe ich schon gespielt, der ist krass. Ehrlich? Mhm, er hat auf meiner RTG gespielt. Wenn er so wenig kostet. Krass. Nkunku mogelt sich gut durch. Dagba, guck, der Typ, den du roastest, Digga. So, jetzt mal ruhig aufbauen. Das ist Nkunku. Das ist ein super Ball, Digga. Genau deswegen haben wir dich. Doch, das ist nochmal ein super Ball. Und dann. Das war dumm, Cristiano. Nkunku! Was? Abseits? Aus dem Spot geht er rein? Muss er? Ja, wie immer. Fallrückzieher, sonst was, Digga. Irgendwas zum Mischmasch. Schöner Fahrrad hier. Cannavaro? Joshua! Ja, natürlich, Digga. Joshua Kimmich! Mein Red Pick! Leute, ich habe aktuell so Packlage, ich weiß auch nicht. 97 Joshua Kimmich in Rot. Kein Problem. Modest. Das sind die Momente, die wir brauchen! Was? Oh, mein Stürmer! Große Stürmer macht Hechtsprung! Ey, ich möchte nochmal Proof haben, dass du wirklich mit Bronze Stürmer spielst. Von mir ist gerade Das ist gerade sehr, sehr suspicious. Joshua auf CR7. Und jetzt warten wir, bis er sich in der Mitte freiläuft. Bruno. Das sind die Portugiesen unter sich jetzt. Die machen das unter sich jetzt aus. Nkunku. Heel to heel. Boom! Christopher! Jungs. Nkunku! Nein! Wichtiger Ballgewinn! Auf Flank! Torwart! Sich! Ich werd heute geprankt! Jetzt nehmen wir den Angriff noch mit, Nkunku! Nkunku! Ja! Jo, Lahi! Naido? Nkunku? Noch ein weiter? Let's go! 4-0, Bruno Fernandes! Warum heißt er eigentlich Fernandes? Kann er nicht den Fernandes? Eigentlich heißt er Fernandes, aber perfekt. Nkunku? Cristiano? Elastico? Und einfach mal heugen. Mizon Chicken! Wichtig. Oh mein Gott! Er sagt, oh mein Gott. Und bei dir ging heute Sachen rein, Respektus. Ich schieß, guter Spot. Dein Bronze-Stürmer macht Hechtsprung. Ich hab noch nie so einen Hechtsprung gesehen. Oder Autoblocks von sonst was, Digga. Und dann passieren solche Dinger, Digga. Albern. Point. Main. Yeah. Solo Nkunku! Ja, oh ey, ich werde heute so gebumst. Die Verteidiger kriegen Bälle und ich hab die neuen. In meinem Leben macht das keinen Sinn, dass er den Ball noch bekommt. Foul? Jawohl. Digga, das ist doch kein Foul, Junge! Nkunku! 7-0! Digga, Kimmich so krank. Digga, ich werd einfach.
Ich werde einfach offiziell. Ihr habt mir heute gebumst, Digga. Komm, wir schaffen noch. Du siehst gerade alles. Alles für alle Elf. Jawohl, und das klappt auch noch. Und da kommt ein Player-Lock, weil wir gerade Prime sind. Oh, pfeift ab. Oh. GG. Ja. Oh. Ja, Leute, was soll man sagen? 08, dazu brauche ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Ja, Mann, ich hoffe einfach nur, dass ich bei den Discards so cool wie möglich rauskomme, was eigentlich auch fast schon so gut wie unmöglich. Aber ja, vielleicht lasse ich ja deinen Doug Bar und deinen Mondi noch stehen. Ja, das sehen wir mal, schauen wir mal gleich. Ja, aber ich kenne das. Ich habe auch gegen Danny mal 7-1 und 7-2 verloren in zwei RSBBs. Wir haben auf jeden Fall was bei Jesse gedreht, das könnt ihr auch gerne abchecken, Link in der Videobeschreibung, vielleicht muss er da auch nochmal discarden oder ich, das wissen wir selbst noch nicht, wir nehmen es gleich auf. So, Freunde, ich nehme erstmal deine beiden Stürmer. Dann nehme ich deinen Torwart. Dann nehme ich beide Außenverteidiger. Und beide Innenverteidiger und 2, 4, 5, ja. Jetzt noch einen, ne? Und ich nehme noch deinen RZM. Ja, was soll ich sagen, ne? Habe ich Nkunku gehittet oder nicht? Keine große Errungenschaft bei 8 Picks, ne? Aber ja. Ist denn mal so, ne? Geht der in Kunku baden. Aber Leute, bei der SBC, also sind ja alle high-rated Spieler, deswegen mache ich auch irgendeine teure SBC. Seid mir nicht böse. Ja, safe, safe. Aber bei so einer, also bei solchen Spielern. Wen habe ich denn jetzt getroffen? Hau mal raus. Ich weiß ja gar nicht. Du hast zu viele getroffen. Du hast, Wen hast du getroffen, Digga? Warte, meine Karte ist voll. Warte einen Moment. Okay, Freunde, wir sind wieder da. Meine Karte ist gerade vergangen. Also, wen hatte ich jetzt getroffen? Du hast dann aufgehört zu reden bei mir. Ja, also du hast Mondi getroffen, Dankbar getroffen, Tetze getroffen. Es geht ja alles noch. Boscali, ja. Modest auch. Und zwar ungünstig, SBC-Karten. Ja. Guardiola auch noch. Und dann eben halt so zwei Karten, nämlich ehrlich. Mir wäre es eigentlich echt egal gewesen, wenn Reus und Nkunku geblieben wären. Aber die beiden eben halt auch noch. Ja, mal ein bisschen schade, dass man sich so in den 2-Mio-Discard befindet. Aber ja, passiert. Alright, Leute, das Team steht. Ja, sogar mit einem Rating zu viel. Wir geben einfach 89er Team ab für die 88er Icon SBC. Aber it is what it is. Warum kriege ich jetzt hier DC? Warte mal, ich muss es normal abgeben. Alright, Leute, zweiter Versuch. Jetzt müsste alles klappen. Ja, klappt alles. Auf jeden Fall, Team ist weg. Seiten des Elektrum-Spieler-Pack. Ja, wäre jetzt einfach richtig ehrenhaft von EA Sports, wenn die mir Nkunku, Bellingham und alle in ein Pack wieder zurückgeben. Aber schwer, man zieht nicht mal Walkout. Ja, Mann, ich würde sagen, rahmschwarzer Tag für mich. Aber ja, ich bin es schon gewohnt, so hoch zu discarden. Das ist eigentlich nichts Neues, Mann. Ja, hat Bock gemacht. Das kann ich nicht sagen. Ja, Stimmung hier gerade ein bisschen salzig, muss ich sagen, Leute. Lasst keinen Daumen da, lasst kein Abo da. Checkt gerne jetzt Jessys Video ab, das Rückspiel, das nehmen wir nämlich genau jetzt auf. Stimmung sehr, sehr salzig und ich glaube, der will mir auf jeden Fall einen Kunku trotz Discard zurückgeben. Ich bin gespannt. Leute, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind raus, haut rein und ciao, ciao.